Ein herzliches Willkommen zurück im Gruselwald hier in New Super Luigi U Limonadendschungel 4, gemalt von Meister Hand. Ein relativ bekanntes Level aus New Super Mario Bros. U auf jeden Fall. Aufgrund des wundervollen Hintergrunds. Nur kann ich halt leider jetzt schon sagen, ich mag das Level New Super Luigi U leider absolut überhaupt nicht. Spieltechnisch her. Finde ich einfach scheiße. Nichtsdestotrotz, Starcoin Nummer 1. Ebenfalls gilt es hier wieder einen Secret Exit zu finden. Warum man sich da befindet, ich weiß es leider aktuell echt nicht. Ja, ich mag das Level nicht. Ich weiß nämlich auch, dass die dritte Starcoin scheiße ist. Und die werde ich mir jetzt auch noch nicht antun. Ich werde mir daraufhin nämlich erstmal, ja, die beiden jetzt speichern. Und ansonsten, wo der Pixel Reach ist, weiß ich auch nicht. Aber eh richtig krasser Bowser möchte ich ja nochmal ansprechen. Diese Ölfarben sind einfach wirklich wunderschön. Und das passt irgendwie so gut in ein Super Mario Bros. Jump'n'Run quasi. Da oben ist nix. Und hier am Ende vielleicht? Ich meine, dort ist ja auch eigentlich eine Röhre, aber kommt man denn in die rein da oben rechts? Ja, die Starcoin ist Müll. Och, ist das scheiße, dieses Level. Hier gibt's noch ein One-Up. Er hat keinen Wandsprung gemacht. Jetzt ist er mal wieder nicht gesprungen. Ich bin echt dumm, wirklich. Und warum sieht die Todesanimation eigentlich so komisch aus? Seht ihr das im Video auch? Okay, irgendwas ist hier ganz komisch. Das soll nicht so aussehen. Ich hoffe, das sieht im Video nicht so scheiße aus, wie es gerade bei mir auf dem Laptop aussieht. Die Farben sind alle irgendwie nicht richtig. Auf jeden Fall war das Starcoin 3. Ich bitte das zu entschuldigen, falls es so scheiße aussieht. Hey, geht's da rein oder nicht? Ich check's nicht. Boah, es sieht so scheiße aus, sorry. Es geht hier rein. Ach, und hier ist auch die Luigi-Referenz, wie nett. Aber hier sehr, sehr mystisch. Sehr, sehr geheimnisvoll. Das finde ich schön. Auch wenn die Farben alle verbuggt sind. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so. 10 Minuten für diesen Kack-Level. Aber wie gesagt, ich mag den auch nicht. Warte mal, das ist hier doch genauso verbuggt. Ich guck mir das nochmal kurz an. Dann jetzt nochmal einmal im Schnelldurchlauf für euch, damit ihr das Level nochmal in Ganze seht. Weil das ist halt vom Hintergrund her wirklich echt schön. Entschuldigt diesen Fehler, ich weiß nicht, was da los war. Scheint am HDMI-Kabel zu liegen. Ich werde das wohl mal austauschen müssen. Weil sowas will ich eigentlich vermeiden. Oh Mann. So, ich nehme euch mal ab hier wieder mit.
damit ihr das nochmal alles, wie gesagt, in voller Pracht seht. Weil hier vor allem dieser Bowser, der sieht halt wirklich so gut aus. Und diesen Level wollte ich euch auf gar keinen Fall in so einer schlechten Qualität nur zeigen. Vor allem jetzt, wo ich nun mal Capture Card LPs machen kann. Das wäre eine absolute Frechheit gewesen, wenn ich euch das nur so gezeigt hätte. Sehr schön, haben wir sauer gemacht, Luigi, ne? Dann geht es jetzt in den Limonadendschungel 5, Tauchgang der Gesichtsfelsen. Noch ein Leben und wir haben die 99. Machst du irgendwas? Irgendwie sehen die sass aus. What? Der bewegt sich echt? Ist der Secret Exit? Ist hier der Secret Exit oder nicht? Ich meine, der Luigi halt, ne? Oha, cool. Stampft man auf den Großen, kommen noch Münzen raus. Ist ja nett. Ja, hier ist der Secret Exit. Cool, dann haben wir den schon mal. Und wir haben die 99 Leben. Ich habe auch gleich noch eine Sache, die ich mal ansprechen möchte, aber das machen wir, wie gesagt, gleich. Keine Star Coins, kein Luigi. Aber den Secret Exit. Immerhin. Da ist noch so ein Gesichtsfelsen. Die sind irgendwie voll cool. Mir fallen sogar noch ein paar Sachen ein, die ich ansprechen könnte. Im Übrigen, ein Secret Exit hier ist Pflicht. Sonst kommt ihr halt nicht weiter. Ja, ein Item muss ich eigentlich mal nehmen. Auf gar keinen Fall. Okay, dann lasst uns jetzt gleich nochmal hier rein starten. Weil wir haben jetzt hier ja noch gar nichts gesehen. Was ich nur mal kurz ansprechen wollte, ist, dass ich natürlich meistens versuche, die Reloaded-LPs kürzer zu halten als die Original-LPs. Dadurch, dass auch New Super Luigi U bei mir schon so krass kurz war, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich das nochmal toppen kann. Ich glaube 16 Parts oder was das war. Das war schon echt kurz. Alter, ich dachte jetzt eigentlich, man wird komplett zerquetscht. Verdient hätte ich es, um ehrlich zu sein. Die riskanten Aktionen, die ich hier mache. Hey, und da dieser Steinblock. Gesichtsfelsen, der sieht auch komisch aus. Was aber auch cool ist an denen, die verfolgen einen immer so mit den Augen. Ich weiß nicht, das hat irgendwie was. Ja, den Level werde ich 500 Mal spielen dürfen. Sehe ich schon kommen. Ansonsten hier. Starcoin. Hä, was? Ach komm, ist das ein Scheiß. Bye bye. Gott, war das knapp. Ja, ich bin wieder hier. Die ganzen Fischbones nerven wie die Hölle. Das ist ja der Sinn von denen. Wo ist denn aber der Pixel Luigi? Was? Da ist eine Röhre? Hier ist er doch. Alter, ich wusste das Real Talk nicht. Ja, aber was macht denn die Röhre hier drüben? Ach, die schießt einen drüber, wie cool. Aber schöne Referenz an den Tod. Von Pixel Luigi, quasi. Sehr schön. Krass, dass ich das gefunden habe. Ah, egal. Ansonsten ist es ein ganz netter Level. Und ja, wie gesagt, ich versuche zwar meistens Reloaded LPs kürzer zu halten, aber sollte dem mal nicht so sein. Ist es halt so, ne? Ich werde mich hier nicht versuchen abzuhetzen. Aber meistens finde ich es dann doch ganz cool. Wollte ich nur erwähnt haben. Uhus. Verstecken sich überall. Noch kommen wir durch. Machen wir ein Toadhaus. Ach, die Itemtafel mal wieder. Ich werde mir aber die One-Ups holen, weil
Für Items haben wir aktuell eh zu wenig Platz. Nein, bei dir bin ich mir nicht sicher. Ja, müsste passen. Ein One-Up. Nehmen wir einfach mit. Weil wie gesagt, für Items haben wir eh viel zu wenig Platz. Und das geht dann nur auf die Nerven, die ganze Zeit was löschen zu müssen. Eigentlich will ich schon gegen den Buben kämpfen. Damit wir es wenigstens einmal gesehen haben. Der beschissene Kampf. Mit Donutblöcken. Ja, wir werden hier sterben. Ja. Solche dummen Hässlons. Buhus logischerweise nur mit Stern besiegbar. Wissen die meisten, denke ich. Sehr schön. Haben wir unser Leben auch wieder. Fand ich jetzt auch gar nicht so einfach gegen die Buhus. Muss man denen ja lassen. Aber nochmal möchte ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Ich glaube, rechts ist einer. Ist auch egal. Ja, rechts war einer. So viel haben wir ja bisher noch nicht geschafft. Deswegen lasst mal noch ein bisschen Progress machen. 6 und 7. Dann machen wir natürlich Limonadendschungel 6. Brückenbau der Sumo-Brüder. What? Okay, hier kann ich es mir halt sehr, sehr einfach machen. Den Propellerpilz. Ansonsten weiß ich auch eigentlich gar nicht, wie man hochkommen soll. Grüne Münzen mal wieder. Hat man jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich habe halt den Propellerpilz ja auch nur. Ja, egal, ich habe nicht. Nur eingesetzt, weil. Oh, ist das dumm. Weil wir zu viele haben. Ja, kein Plan, wie man da hochkommen soll. Natürlich. Wenigstens einen Pilz hätten sie ja mal gönnen können. Komm, mach! Okay, ein Eichelpilz. Mann, ich hab noch gar nicht gedrückt. Okay, vielleicht auch so sehen, keine Ahnung. Ja, komm, ihr seid doch scheiße. Kann ich die gar nicht hitten? Ah, ab in die Röhre. Ja, komm schon. Wir machen das über Wandsprung. Alles andere wäre viel zu riskant. Also wenn ich jetzt erstmal die Starcoins sichern könnte, wäre cool. Hier ist die Luigi-Referenz, fällt mir gerade auf. Okay. Okay. Sehr gut gemacht, Luigi. Ich bin stolz auf dich. Eigentlich war es nicht mein Ziel und ich wollte eigentlich nicht den Stern. Ich hatte mir halt nur gedacht, ich habe keine Zeit zum Time. Spring einfach dagegen. Hat sich bewährt. War das Beste, was ich hätte machen können. Ansonsten noch Limonadendschungel 7, Wegler-Wettlauf. Oh nein. Ich erinnere mich an den Rotz. Man musste irgendwie groß sein oder sowas. Irgendwas Dummes. Was? Keiner hat gesagt, dass das Giftgemäuer ist. Ja, nee, man braucht ja den Koopa oder so. Ja, den Koopa brauchte man. Du dummes Ding. Nein, ich hätte auch stampfen können. Ach man. Ja, der Level war schwer. Ich erinnere mich. Aber sehr, sehr abwechslungsreich. Mal. Finde ich deswegen auch gar nicht mal so schlecht. Hey, ich hatte die erste Starcoin, echt? Konnte ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Ich dachte, die erste war die Scheiße da. Ach, hier ist der Pixel-Luigi, schaut. Haben wir den wenigstens. Ansonsten, ab ins Ziel. Aber cool, wieder mal mit steigendem Gift.
Ich sag halt immer Giftgemäuer-Level, weil Donkey Kong Country 2 und so. Wisst ihr, denke ich alle. Dann schaffen wir Iggy heute auch noch. Mach mal den Wald komplett. Jetzt ist es ganz interessant, ob ich hochkomme. Scheiße. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr schnell unterwegs. Jetzt darf ich nur den Scheiß nicht versauen. Hab ich aber, oder? So komme ich niemals da rein. Doch, komm ich. Bitte, Luigi, mach! Alter. Und damit sehr, sehr gut gemacht, mein Guter. Kein einziges Leben hier verschwendet. Oder? Sind wir hier gestorben? Nee, ne? War nur halt ein krasser Level. Und immer weiter. Let's go zu Kettentherapie in Iggys heißer Sohlenfestung. Limonadendschungel, Schluss. Okay, ich kann mich hier an die Luigi-Referenz wenigstens erinnern. So ein bisschen zumindest, was es war. Das ist ein One-Up. Das war nicht das, was ich brauche, aber okay. Ich habe halt 99. Auch die brauche ich erstmal nicht. Ich lasse sie deswegen erstmal sein. Ich möchte nicht unnötig mein Leben riskieren. Wie mache ich denn das? Was ist denn hier? Mein Tod. Ach komm schon. Das Level ist aber Real Talk nicht einfach. Sorry fürs gegen das Mikro kommen. Hier ist Darkcoin 2. Okay, damit habe ich, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet. Ich mache das lieber mal hier von der anderen Seite. Ansonsten weiß ich vielleicht doch nicht so recht, wo der Luigi ist. Ja, scheiße. Hier ist er! Was? Irgendwie habe ich mich nur an Iggy erinnert, aber ich wusste nicht, dass Pixel Luigi direkt daneben war. Ja, hier. Aber das ist halt lame. Ich kann das nicht. Okay, als ob das funktioniert hat so. Alter, ich war einfach nur ruhig, weil ich mir unsicher war, ob ich so machen soll. Iggy darf ich jetzt nicht versauen und bitte, ich will das nicht nochmal spielen. Aber hier auch wieder schön mit dem Hintergrund gearbeitet. Wenn man hier diesen Sonnenuntergang sieht, finde ich mal schön. So, Iggy. Iggy ist, finde ich, gar nicht mal so einfach. Außer man fängt ihn halt lame die ganze Zeit ab. Dann okay, dann ist er natürlich auch easy, aber lässt man ihn angreifen, dann ist er mit einer der schwierigsten. Ein das mit den. Ja. Röhren finde ich sehr, sehr böse. Weil er teilweise wirklich sehr weit mit zurückkommt. Er hat mich ja jetzt auch schon einmal hitten können. Ich lasse ihn jetzt nochmal angreifen, weil. Fairness. Aber irgendwie wollte er seinen Lava-Hund nicht holen, von daher gebe ich ihm auch keine Chance mehr. Ja, das ist ein Arsch. Das deutet manchmal viel zu doll an. Ja, okay, ich hab's nicht geschafft. Was? Was? Nein! Ach komm, ist das scheiße. Ach Mann, ist die Star kein Dumm. Diesmal scheiße ich auf Fairness, du dummer Hund.
einfach Nummer 1. Alter, der ist wirklich dumm. Ich kann das nicht einfach lassen. So, jetzt kommt er raus, ne? Das ist ein Schildkrötenpanzer! Oh Mann, ich bin zu dumm, wirklich. Ich will nicht nochmal verlieren. Komm doch raus! Was? Warum mache ich auch eine Stampfattacke? Okay. Sorry fürs Abfarmen, aber wenn Nintendo das einprogrammiert, warum sollte ich es nicht nutzen? Damit ist leider meine Lieblingswelt vorbei. Auch in New Super Luigi U war sie super. Wirklich. Außer, dass ich halt leider das Gemalt von Meisterhand-Level nicht so fühle. Hier in dem Spiel. Es sind mir einfach zu viele Piranha-Pflanzen. Und das zieht sich viel zu doll durchs Spiel. Es gibt viel zu viele Piranha-Pflanzen-Level. Gut, aber das war's für heute. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Dieses Part ist mein Let's Play New Super Luigi U. Wir haben alle Sternmünzen aus dem Limonadendschungel geholt. Wir wissen immer noch nicht, für was das gut ist. Aber irgendwann finden wir es raus. Wenn ihr es auch rausfinden wollt und das nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt bis dahin noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.